Muad'Dam verriet Yuen-Ni, wohin sie reiste, wenn sie heimlich die Kaiserin aufsuchte, um ihr von der Entwicklung ihrer Tochter zu berichten. Doch dieses Mal sollte der Besuch gefährliche Konsequenzen für Yuen haben. Denn sie bemerkten nicht, dass sie belauscht wurden. Mern, der Kaiserberater, hatte ihnen heimlich zugehört und erfuhr, dass Yuen lebte. Er gab sofort den hohen Lehrmeistern den Befehl, sich für Yuens Verhaftung bereit zu machen. Er selbst tritt los, um nach ihr zu suchen.